gerade so in den jüngsten Entwicklungen in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr langfristig in Deutschland als Lebensmittelpunkt sehen möchte. Ich habe meine Tochter ist 4 Jahre alt, mein Sohn etwas über 1 Jahr. Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken über deren Zukunft. Ja, und so habe ich über mich nachgedacht, über mein Leben, über das Leben meiner Familie und ob Deutschland wirklich für meine Kinder der beste Ort ist. Ich würde eher Deutschland als ja, vielleicht eine AG bezeichnen, die eher kurzfristig ein Ergebnis erzielen möchte oder vielleicht sogar muss. Auswandern für ein besseres Leben. Heute sitze ich hier in Dubai zusammen mit Eugen, der sich entschieden hat, mit seiner Familie zusammen Deutschland den Rücken zuzukehren und auszuwandern. Wie ganz andere und viele Leistungsträger und Firmen auch. Es war gar nicht so einfach, Eugen heute hier vor die Kamera zu bringen, denn er hat sich Sorgen gemacht, dass er vielleicht falsch verstanden wird. Aber ich habe ihm nochmal versichert, dass die Follower dieses Kanals nicht aus irgendwelchen Trollen besteht, sondern aus smarten und reflektierten Menschen, die sich im Prinzip Sorgen machen um ihre eigene Zukunft oder die sich für sich und ihre Familie ein wirtschaftlich gutes Leben wünschen. Ich persönlich habe aktuell das Gefühl, dass für immer mehr Menschen Deutschland extrem unvorteilhaft erscheint, so dass sie im Prinzip ihren Missmut mit ihren Füßen ausdrücken und das Land einfach verlassen. Marode Schulen, schlechte Straßen, keine gute digitale Infrastruktur und nur einiges zu nennen, motiviert stark im Moment sich einfach auch mal international umzuschauen. Aber auch die Kluft zwischen den Bürgern, also uns, und den Politikern wird für viele gefühlt immer größer. Wenn ich mir selber im TV Habeck, Scholz, Baerbock oder Lauterbach anschaue, dann kann ich persönlich mich 0% mehr mit den Statements dieser Politikfiguren identifizieren. Man weiß aktuell eigentlich schon gar nicht mehr, wo man eigentlich anfangen soll. Denn die Missstände sind mittlerweile so deutlich, dass man auch durch ein einfaches Ignorieren kaum noch in der Lage ist, diese Missstände nicht zu sehen oder einfach auch nur zu ignorieren. Bei einer Umfrage, warum Deutsche Deutschland verlassen, werden folgende Punkte aufgeführt. Neue Erfahrungen machen sind 72,2% wichtig. Ja, sich beruflich zu verbessern sind 66,9% wichtig. Viele wandern aus wegen Partner oder Familie, das sind 50,9% wichtig. Manche möchten auch ihr Einkommen, ihren Lebensstandard erhöhen und das sind 46,9% möglich. Oder sie sind einfach unzufrieden mit ihrem Leben in Deutschland, das betreffend momentan 41,4%. Oder sie verlassen Deutschland wegen ihrer Ausbildung oder ihrem Studium. Das sind 17,1% und Mehrfachnennungen sind natürlich hier möglich. Und wenn man die Quelle dazu haben möchte, dann einfach auf deutschland-traveling.de, deutsche Auswanderer, gehen. Ein ganz wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang mit Auswandern und Einwandern immer wieder genannt wird, ist, dass doch quantitativ wesentlich mehr Menschen zuwandern als abwandern, also das Gesetz der Masse. Was dabei aber immer wieder vergessen wird, sind die Ausbildungsgüte und die Ertragskraft der Person. An dieser Stelle einmal sorry, denn ich weiß, dass es in Deutschland nicht so populär ist, über die Kosten der Einwanderung zu reden und schon gar nicht Menschen nach ihrer Ertragskraft zu definieren. Aber am Ende ist alles Wirtschaft. Und ich möchte trotz aller deutschen Humanität einfach dieses Argument nicht ausblenden. Denn wenn man diese Betrachtungsweise ausblendet, dann könnte ich auch absolut jeden in meiner Firma einstellen, unabhängig davon, was er drauf hat und welche Qualifikation er hat, was mich am Ende sicherlich gesichert in die Insolvenz treiben würde. Und dann gibt es eben einfach keine Arbeitsplätze mehr. Also, man muss sich dieser Definition stellen, der Betrachtung, dass neben der Anzahl der Personen halt auch
ihre Qualifikation und ihr Fleiß entscheidend ist für den ökonomischen Eingliederungserfolg für unsere Solidargemeinschaft. Und da sieht es recht eindeutig aus. Auswanderer sind jung und top qualifiziert und einwandern tut eher eine hilfesuchende, bunte Mischung, die sich oft eher durch Dringlichkeit und Not qualifiziert als durch eine hohe Qualifikation. Damit ist es am Ende des Tages so, dass Integration wirtschaftlich gesehen ein unsicheres Investment der deutschen Solidargemeinschaft ist. Aber Auswandern ein ganz hartes Verlustgeschäft. Normalerweise würde man jetzt vermuten, dass man versucht, Auswanderer dazu zu motivieren, in Deutschland zu bleiben. Aber ja, die Politik versucht es anders. Man versucht, die virtuellen Mauern immer höher zu ziehen und durch eine Verschärfung der Wegzugsbesteuerung Menschen daran zu hindern, Deutschland zu verlassen. Leider passiert auf der anderen Seite weniger Verschärfung bei der Einwanderung. Meiner Meinung nach ein Sachverhalt, der einen Nachteil für die deutsche Bevölkerung darstellt. Hier mal ein Bild, das die Sachlage sehr gut veranschaulicht. Heute geht es darum, mal zu hinterfragen, was Auswanderer wirklich bewegt und was Auswanderung wirklich bedeutet. Und deswegen ist heute Eugen hier, der sich meinen Fragen stellen wird. Und ja, wenn dich der Transformationsprozess interessiert, von jemand, der sich wirklich entschieden hat und der sich traut, Deutschland zu verlassen, trotz der Hürden, die die deutsche Politik ihm da in den Weg gestellt hat, dann solltest du auf jeden Fall dieses Video bis zum Ende schauen. Mein Name ist Dr. Florian Roski. Ich bin Analyst, Investor und Macher. Und in diesen Videos nehme ich dich mit auf meine persönliche Erfolgsreise und lade dich ein, aufgrund meiner Fehler und Erfahrungen zu lernen und dich optimal gerade in den aktuellen chaotischen Zeiten aufzustellen. Ja, Eugen, jetzt geht's zu dir, nachdem ich eine kleine Einleitung gebracht habe, denn wir wollen ja wissen, warum das ganze Thema überhaupt wichtig für uns ist, wie es weitergeht. Ja, Eugen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Stell dich doch mal selber kurz vor, wer du so bist und ja, was du so machst. Ja, also vor einigen Wochen habe ich ja gesehen, dass du in Dubai bist. Und da habe ich gedacht, ich schreibe dir einfach mal, weil wir ja doch auch Punkte haben, die sich überschneiden, gerade im Immobilienbereich und jetzt eben auch in Dubai. Und es war total cool, du hast ja geantwortet, da haben wir uns getroffen und es war eine tolle Begegnung. Und schön, dass wir da jetzt heute darauf aufbauen. Dann also zu mir, ich bin Eugen, ich bin 36 Jahre alt, komme ursprünglich aus Nürnberg, bin Vater von zwei Kindern und bin seit längerer Zeit schon unternehmerisch tätig, habe mit meinem Bruder zusammen vor über 10 Jahren eine E-Commerce-Firma aufgebaut, die wir vor einiger Zeit verkauft haben und habe in der Zeit auch mein Faible für Immobilien entdeckt. Ich finde, Immobilien sind ein wichtiger Bestandteil für den Vermögensaufbau und eignen sich perfekt dafür. Und so habe ich vor 8 Jahren meine erste Wohnung gekauft. Es war eine Einzimmerwohnung in Fürth. Die habe ich auch selber renoviert und ja, da habe ich so meine Leidenschaft entdeckt und den Spaß dabei, was Neues zu erschaffen. Und es hat mir richtig Spaß gemacht und in der Zeit danach kamen dann immer mehr Immobilien dazu, erst einzelne Wohnungen und dann auch Mehrfamilienhäuser. Und weil ich so eine hohe Leidenschaft für Bauen und Entwickeln habe, habe ich dann auch eine kleine Baufirma gegründet und habe heute ein super Team in Deutschland, auf die ich mich komplett verlassen kann, die alles Operative selber managen und Bauprojekte vorantreiben und auch natürlich den Immobilienbestand, sodass ich hier in Dubai meine Zeit mit meiner Familie verbringen kann und natürlich auch noch aktiv werden kann. Ja, cool. Also ich habe auch persönlich mit meiner Studentenbude angefangen. Das war mein erstes Investment, langes her. Also da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Deswegen haben wir uns auch gleich gut verstanden. Und während ich quasi in Deutschland war, hat auch der Eugen hier so ein bisschen Bauüberwachung gemacht. Also manchmal verrückt, man trifft sich und es funktioniert einfach und man muss da gar nicht viel plaudern. Deswegen freue ich mich natürlich
an dieser Stelle hier auch mit Eugen zu sitzen. Ja, in diesem Video geht es natürlich um Leistungsträger. Eugen, was hast du mit Leistungsträgern zu tun? Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe schon lange Zeit gefallen daran, etwas zu erschaffen, unternehmerisch tätig zu werden, was aufzubauen, gerne auch mit jemandem zusammen. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und in der Vergangenheit, gerade so in den jüngsten Entwicklungen in Deutschland, hatte ich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr langfristig in Deutschland als Lebensmittelpunkt sehen möchte. Und ich bin eben auch Vater von zwei Kindern, wie ich gerade gesagt habe. Meine Tochter ist 4 Jahre alt, mein Sohn etwas über 1 Jahr. Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken über deren Zukunft. Was ist für mich wichtig? Was möchte ich denen mitgeben? In welchem Umfeld sollen sie aufwachsen? Und natürlich spielt auch die schulische Bildung und die Möglichkeiten eine große Rolle. Wie wird in den Schulen gelehrt? Was ist das Ziel der Schule? Und wenn ich dann meine eigene Schulzeit denke, die war oft geprägt von ausgefallenem Unterricht, schlecht motivierte Lehrer. Wenn ich da mal eine Zwischenfrage hatte, dann war das eher ungewollt, kritisches Denken generell, eher alle auf Gleichschuhe. Und darüber hinaus natürlich auch die Schulgebäude, die ganze Infrastruktur, die Möbel, auch die Medien und alles, was in der Schule gab, war aus meiner Sicht eher nicht so gut und nicht optimal. Und so habe ich über mich nachgedacht, über mein Leben, über das Leben meiner Familie. Und ob Deutschland wirklich für meine Kinder der beste Ort ist. Und ich bin für mich persönlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich vielleicht über die Grenzen von Deutschland hinausschauen sollte. Und mein Blick fiel da auf Dubai. Und Dubai ist da ganz anders als Deutschland, zumindest für mein Empfinden. Hier werden Leistungsträger gerne gesehen. Hier hat man die Möglichkeit, was aufzubauen, auch langfristig zu leben. Und gerade Schule spielte Dubai wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Privatschulen, sehr viele internationale Schulen. Und es gibt auch eine deutsche Schule, die von der Deutschen Botschaft, die ist der Träger davon, aber auch eine Schweizer Schule, die meine Tochter besucht, sie ist 4 Jahre alt. Und frühkindliche Bildung ist in Dubai, wird stark gefördert, ist hier sehr wichtig. Die Schule oder auch die Vorschule beginnt mit 3 Jahren. Und hier werden den Kindern wichtige Dinge, also aus meiner Sicht, mitgegeben, kritisches Denken. Und in der Schule gibt es eben 2 Lehrer, einen Assistenzlehrer. Und ja, die Gesamtsumme, würde ich sagen, passt für mich. Und ich kann mir auch sehr gut hier vorstellen, langfristig zu leben. Und hier wird man eben auch mit offenen Armen aufgenommen. Dubai ist ja eine Monarchie und oft haben wir in unseren Schulen gelernt, auf der einen Seite Demokratie und auf der anderen Seite Monarchie oder Diktatur oder solche Sachen. Hast du keine Angst davor, in der Monarchie zu leben? Ja, also der ist ein guter Punkt. Ich denke, am Ende oder was entscheidend ist, ist der Monarch selbst. Und ich würde das gar nicht so sehr so strikt in diese kategorisieren oder in diesen Schubladendenken einordnen, sondern eher schauen, wie lief die Vergangenheit, was spricht für die Zukunft. Und aus meiner Sicht zweifellos hat Dubai den Erfolg bisher bewiesen und ist weltweit eine Stadt, die praktisch von nichts auferstanden ist und viele Leistungsträger weltweit anzieht. Und das eben nicht ohne Grund. Sondern hier wird viel geboten, hier wird langfristig gedacht und das gefällt mir ganz besonders. Ich mache da gerne den Vergleich mit einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland, wo der Vater etwas aufbaut und dann in der Familie weitergibt. Wenn man so einen Betrieb führt, hat man natürlich einen ganz anderen Horizont, Entscheidungshorizont. Da trifft man keine kurzfristigen Entscheidungen oder macht vielleicht politische Experimente, wie es eben in Deutschland ist. Ich würde eher Deutschland als vielleicht eine AG bezeichnen, die eher kurzfristig ein Ergebnis erzielen möchte oder vielleicht sogar muss und eben nicht unbedingt langfristig orientiert ist. Und das hat Dubai eben nicht. Die haben einen sehr tollen langfristigen Plan mit Dubai 2040 zum Beispiel, in dem sie sich auch ökologisch besser aufstellen möchten, nachhaltiger werden möchten und für mich ein sehr stimmiges Konzept und darum finde ich es sehr gut hier und Mit Stromgewinnung aus Sonnenenergie genau.
Ist natürlich in Dubai mal eine andere Geschichte als Stromgewinnung aus Sonnenenergie in Deutschland. In Deutschland haben wir, glaube ich, 1650 Stunden im Mittel. Da hat Dubai doch ein paar Sonnenstunden mehr. Das heißt, ganz klar, anderer Wirkungsgrad, bessere Effizienz. Aber gut, darum geht es jetzt ja gar nicht. Die Frage, die natürlich daraus sich erstellt, vielleicht nochmal zusammengefasst, was waren jetzt genau die Argumente, warum du aus Deutschland weg bist und was sind nochmal genau die Argumente, warum jetzt Dubai? Ja. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen kompakter darstellen. Mhm. Genau, also die Argumente, die aus meiner Sicht aktuell gegen Deutschland sprechen, sind die politische Dynamik. Mhm. Man hat es ja auch zu Corona-Zeiten gesehen, da gab es Pressekonferenzen im täglichen Modus. Und jetzt mit den anderen politischen Themen, die aufkochen, Energiekrise und so weiter, die politische Empfehlung, sich mit einem Waschlappen zu waschen und andere Dinge, sowas habe ich vor 5 Jahren, habe ich gedacht, oder sogar vor 3 Jahren, ist völlig unverständlich. Und das verunsichert mich total. Wie soll ich für meine Kinder und auch natürlich für mich und meine Frau ein langfristiges Leben planen, wenn die politische Dynamik so stark ist, dass ich nicht weiß, was morgen gilt oder in 3 Monaten, wie kann ich da ein Leben über die nächsten 10 oder 20 Jahre planen? Und das waren so die Gründe, die mich bewegt haben, über Deutschland hinaus zu denken. Und man selber ist hier auch kein Baum, man ist nicht verwurzelt und es gibt viele andere tolle Orte. Und Dubai bietet sehr viel, ist sehr unternehmerfreundlich und hier wird es einem einfach gemacht, auch langfristig Fuß zu fassen. Ein Visum zu bekommen ist zum Beispiel hier sehr einfach. Der Lebensstandard ist sehr hoch, Sicherheit, Medizin und also eigentlich alles, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Sind eigentlich die Behörden und der Umgang mit Behörden in Deutschland anders als in Dubai, wenn du es vergleichst? Also wenn ich an deutsche Behörden denke, dann fällt mir ein, lange Warteschlangen, Nummern ziehen, Termine machen und Bürokratie und alles, was damit zusammenhängt, Formulare ausfüllen, das ist eigentlich, wofür deutsche Behörden für mich stehen. In Dubai ist es anders, da heißen die Behörden Customer Happiness Center und alleine schon, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man so eine Institution benennt, zeigt schon, dass man einfach sich strukturell überlegt, was ist eigentlich das Ziel. Und diese Grundannahme finde ich super und es ist natürlich auch viel einfacher, schneller, man kommt einfach hin ohne Termin. Ich habe zum Beispiel meinen Führerschein umschreiben lassen. Ich bin einfach reingegangen, habe gesagt, hier ist mein deutscher Führerschein, ich möchte gerne den lokalen. Oh ja, herzlich willkommen, super, klar, nehmen Sie kurz Platz. Und 5 Minuten oder 10 Minuten später hatte ich den fertigen Führerschein in meiner Hand. Das wäre in Deutschland unvorstellbar. Absolut. Ja. Und das sind so Dinge, die ich in Dubai einfach toll finde. Und es zeigt eben auch, der Staat ist bemüht, seinen Kunden, und das sind eben die Einwohner und auch die Touristen von Dubai, einen Mehrwert zu bieten für ein Leben zu sorgen, das, wo man Spaß hat, wo man sich aufgewogen fühlt und wo man auch willkommen ist. Und das finde ich einfach super. Was konkret findest du am besten an Dubai und was am schlechtesten? Sehr gute Frage. Also sehr gut würde ich sagen, es liegt natürlich auf der Hand. Das Wetter, die Nähe zum Meer. Wir wohnen direkt am Meer in einer super Anlage mit vielen Pools. Ich fahre mit dem Aufzug runter. Schwimme eine Runde im Meer und eine halbe Stunde später bin ich geduscht wieder zu Hause in der Wohnung und kann arbeiten. Das ist einfach Lebensqualität. Ja? Ich muss nicht mehr in Urlaub fahren, sondern habe den Urlaub hier, habe jeden Tag Sonne und das finde ich schön. Und darüber hinaus ist Dubai sehr serviceorientiert. Man kann über verschiedene Apps praktisch zu jeder Zeit alles bestellen. Egal, ob es die Apotheke ist, die nachts um 3 das Paracetamol liefert oder Essensbestellungen oder andere Dinge, ein Taxi, was auch immer. Das finde ich sehr gut. Und darüber hinaus, wenn man in den Einkaufen, ins Einkaufszentrum geht, in den Supermarkt was einkauft,
dann wird einem auch mal der Einkauf in den Wagen eingeräumt mit den Tüten. Nicht, dass ich das jetzt in Deutschland wirklich vermisst hätte, das sind sicherlich keine ausschlaggebenden Punkte, aber das sind so Kleinigkeiten, die einem ja, beim täglichen Leben positiv auffallen und wo man sagt, ja, das ist eigentlich die richtige Richtung und so wünsche ich mir, behandelt zu werden. Nämlich wertschätzend, ja. Ja, mir ist doch gerade was zum Behörden eingefallen. Jonas, mein Kollege, der kommt jetzt nach Dubai berufsbedingt, will mich hier besuchen und hat dann festgestellt, oh, er braucht einen Reisepass, der noch 6 Monate Gültigkeit hat. Mhm. Und das ist ihm vor 2 Wochen aufgefallen. Da hat er bei der deutschen Behörde angerufen, erstmal überhaupt einen Termin zu kriegen. Dann war er bei einem Bürgeramt, die haben ihn gleich weggeschickt, konnte keine Zeit. Aber er könnte einen Termin in der Woche kriegen und ja, in Deutschland in einer Woche Reisepass. Keine Möglichkeit. Dann hat er gestern aber, oder hat noch heute eine Message geschickt, hat so einen Express-Ausweis bestellt. Mhm. Das ist Express, dann ist eine Woche dauert, das kann man sich in Dubai gar nicht vorstellen. Hier drucken die dir 20 Minuten nach einem Notartermin deinen Grundbuchauszug aus. Mhm. Ne? Und dann in Deutschland ist deine größte Sorge, oh Gott, kriege ich die Unterlage überhaupt? Ne? Schaffen die das rechtzeitig? Mhm. Und das heißt, das macht dich ja nicht happy, sondern du hast dann also eine Woche Angst gehabt, ob er jetzt vielleicht das Flugticket gar nicht nutzen könnte, das Flugticket verfällt, weil er im Prinzip keinen aktualisierten Reisepass kriegt. Mm, ne, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Mm. Also, das ist so ein bisschen vielleicht auch der Unterschied, der das repräsentiert. Und da haben wir in Deutschland vieles nachzuholen. Und wir haben da viel zu viel, keinen Akzent auf die Happiness des Bürgers gelegt, sondern finde ich, geht eigentlich eher darum, dass man Happiness der Verwaltungsbehörden und so versucht zu betreiben. Genauso jetzt bei der Grundsteuerreform, da müssen wir unsere Daten einklopfen, weil die Behörde die Daten zwar hat, aber nicht in der Lage ist, die aufzuarbeiten. Und das sind natürlich, das ist eine ganz andere Welt, das muss man klar sagen. Ja, und was gefällt dir am Dubai am schlechtesten? Ist schwierig zu sagen. Eigentlich, also ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, ich kenne viele deutsche Produkte. Ich finde zum Beispiel auch in Deutschland gibt es dieses, DM, Rossmann, diese ganzen Drogerien, eigentlich fast an jeder Ecke. Hier eher selten. Aber ich würde sagen, das sind eher Kleinigkeiten und die Dinge, die man wirklich aus Deutschland vermisst oder die man gerne hätte, die kann man sich mitbringen lassen. Oder ich bin ja auch ab und zu mal in Deutschland, dann nehme ich die auch mit. Darum absolut verschmerzbar und ansonsten, ja, alles gut. Gibt es was, was du aus Deutschland wirklich krass vermisst, jetzt abgesehen mal von diesen Produkten? Ich achte sehr aufs Detail und gerade im Immobilienbereich, muss ich sagen, ist die Bauqualität hier dann schon teilweise nicht ganz so gut wie in Deutschland. Wenn ich in Deutschland einen Fachbetrieb beauftrage, beispielsweise Fliesen zu legen oder andere Dinge zu machen, dann kann ich eigentlich schon davon ausgehen, dass die Ausführung sehr, sehr gut ist. Und hier ist es halt manchmal leider nicht so gut, gerade beispielsweise eben bei den Fliesen oder das Fugenbild. Das sind so Dinge bei der Immobilie, wo ich sage, da vermisse ich die deutsche Ordnung und diesen Anspruch, wirklich beste Qualität zu liefern. Aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich, bekommt man das hier über die Zeit und über die richtigen Kontakte dann auch hin. Ja. Wie hast du vor, hier in Dubai deine Brötchen zu verdienen oder musst du gar nicht mehr arbeiten? Ich arbeite sehr gerne. Arbeit bedeutet ja auch was Spaß macht. Und ich helfe deutschsprachigen Kunden in Dubai, ihre Traumimmobilie zu finanzieren. Das heißt, ich kümmere mich um die Geldbeschaffung. Und dabei ist es völlig egal, ob die Immobilie zur Eigennutzung dient, vermietet werden soll, also auch Langzeitvermietung oder eben auch Airbnb. Das spielt da keine Rolle. Und ja, und das ist eben mein Part. Für alle, die eine Immobilie sofort haben möchten und eben nicht bei einem Bauträger mehrere Jahre warten möchten, die unterstütze ich bei der Finanzierung und begleite sie von den ersten Fragen zum Thema Finanzierung und Immobilienkauf bis hin zu den Bankterminen, aber auch zum Notar und alles darüber hinaus. Also mir ist es wirklich wichtig, dass jeder, der hier den Schritt wagt und eine Immobilie kauft, gut aufgehoben ist und sein Traumimmobilie erfolgreich kauft, ja. Kann man so einfach hier als Deutscher einen Kredit bekommen und prozentual geht ja auch nur 110% Finanzierung. Da gibt es ja
einige, die das Modell bevorzugen. Ich habe das nie als gutes Modell empfunden, aber manche wollen das ja. Mhm. Wie sieht es denn hier aus? Bekomme ich als Deutscher einen Kredit und wie viel Prozent kann ich finanzieren? Ja, also als Deutscher oder auch generell im deutschsprachigen Raum, egal ob Österreicher oder Schweizer, wenn man es richtig macht, kann man hier sehr einfach einen Kredit bekommen für die Immobilie. Teilweise sogar deutlich einfacher als in Deutschland. In Deutschland muss man ja auch selbst, wenn man eine sehr günstige Eigentumswohnung hat, eine Vermögensauskunft abgeben. Da werden auch Unternehmen bewertet und also die gesamte Bonität des Kunden. Hier ist es relativ einfach und es funktioniert auch mit größeren Summen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du möchtest zum Beispiel eine tolle Wohnung kaufen oder vielleicht auch ein Haus und hast einen Kapitalbedarf von 600.000 Euro. Das heißt, bei einer 50% Finanzierung kostet die Immobilie 1,2 Millionen. Dann brauchst du eigentlich nur zwei Dinge, um hier erfolgreich zu finanzieren. Einmal brauchst du einen durchschnittlichen Kontosaldo auf deinem privaten Girokonto in Deutschland von ungefähr 10.000 Euro. Das heißt, das Saldo kann über einen Zeitraum von 3 Monaten, das ist die der Zeitraum, der vorgelegt werden muss, auch schwanken. Es geht einfach nur um den Durchschnitt. Also die Bank möchte sehen, dass du gewisse liquide Mittel vorhältst und eben dein Konto nicht auf Kante genäht ist. Ja. Das muss man vorlegen. Und als zweiten Punkt braucht man einen Geldeingang in Höhe von 7.000 Euro, um so eine Summe zu finanzieren. Und dabei gilt es eben nicht nur, also dabei wird nicht nur der Lohn berücksichtigt, was man jetzt so vielleicht aus Deutschland kennt, sondern eben alle Geldeingänge, also Mieteinnahmen oder alles andere, was es gibt. Vielleicht auch Bonuszahlungen, sagen wir mal, du hast am Ende des Jahres einen Bonus von deiner Firma bekommen über mehrere tausend Euro, dann fließt das eben auch mit rein. Und was jetzt in Deutschland dann über das ganze Jahr verteilt werden würde, also solche Dinge. Und ja, und das war es eigentlich schon. Und wenn man sogar als Paar, als Ehepaar zusammenkauft, auch das ist möglich, kann man auch gemeinsam finanzieren. Und dann gilt es für beide gemeinsam. Also es ist wirklich wesentlich einfacher. Das betrifft aber die sozusagen 50-prozentige Finanzierung. Und es geht auch mehr, es geht also bis 70%. Eine 100% oder 110% oder was auch immer, das ist hier gesetzlich gar nicht erlaubt, um gerade solche Blasenbildungen zu vermeiden, sondern hier gibt es strikte Regeln. Aber alles, was über 50% geht, da wird es dann auch mit der Bonitätsprüfung vergleichbar wie mit Deutschland. Ich empfehle eher 50% zu finanzieren. Das ist wirklich easy und funktioniert auch mit großen Summen. Und ja. Kurzes Frage-Antwort-Spiel. Ja, Frage Nummer 1, brauche ich einen Schufa zur Finanzierung? Nein, die Schufa wird weder abgefragt, noch muss sie vorgelegt werden. Du könntest sogar rein theoretisch mit einer negativen Schufa eine Immobilie hier finanzieren. Frage 2, finanziere ich hier fix oder flexibel? Die Zinsbindung ist über ein paar Jahre, das kann man flexibel mit der Bank vereinbaren. Genau, aber es gibt hier nicht diese klassische 10 oder 20 Jahre Finanzierung, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt oder sogar noch länger, sondern eher kurzfristig. Und der Kredit kann auch jederzeit sehr einfach zurückbezahlt werden. Die Vorfälligkeit beträgt in der Regel nur 1% der Darlehenssumme. Und 25% Sondertilgung sind immer kostenfrei pro Jahr. Okay. Frage Nummer 3, brauche ich ein polizeiliches Führungszeugnis, weil das Land kennt mich ja nicht, um eine Finanzierung zu bekommen? Ja, berechtigte Frage. Nein, braucht man nicht. Muss man weder beantragen noch vorlegen. Das Einzige, woran man nicht eingetragen werden sollte, wäre Interpol. Mhm. Also da findet eine Abfrage statt. Aber ich hoffe, dass niemand da weltweit gerade gesucht wird. In anderen Ländern brauche ich eine Empfehlungsschreiben der Bank, dass ich eine gute Bonität habe und sagen wir mal, die Zusammenarbeit mit als Kunden positiv war. Brauche ich so eine Empfehlungsschreiben hier in Dubai für eine Finanzierung? Nein, also es wird auch die Bank nicht, also man muss nichts vorlegen, aber die Bank, genau, also nur der Bank, die Bank benötigt praktisch nur den Kontoauszug für die Liquidität, aber es ist kein gesondertes Schreiben über eine gewisse langjährige, erfolgreiche, sehr gut geführte Geschäftsbeziehung notwendig und es erfolgt auch keine Bankabfrage, also weder vor dir noch hinter deinem Rücken werden da Daten abgefragt. Also wirklich sehr einfach. Brauche ich eine Vermögens- und Schuldenaufstellung?
Nein, wenn man praktisch nur 50% finanziert, was ich auch empfehle, dann ist sowas auch nicht notwendig. Das heißt, nächste Frage, wenn ich bis über die Hutkrempe finanziert bin und eigentlich mein gesamter Kontobestand schon fast drauf geht, um die Finanzierung zu machen, ist das hier ein Problem in Dubai? Was meinst du genau? Also wenn ich jetzt quasi Konsumentenkredite habe, ja. Und mein Einkommen schon fast dafür, komplett dafür drauf geht, im Prinzip und andere Banken zu bedienen, kann ich trotzdem in Dubai finanzieren oder war es das dann hier auch für mich? Ja, also du musst praktisch einen Kontoauszug einer Bank vorlegen. Mhm. Es ist ja auch nicht unüblich, mehrere Girokonten zu haben. Okay. Und genau, also es gibt überall Workarounds und Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Und dann suchst du dir natürlich ein Girokonto aus, das diesen Kriterien erfüllt. Mhm. Und falls du aktuell noch keine 10.000 Euro auf deinem Konto hast, ist es auch möglich, zum Beispiel vor einem Monatsstichtag von einem anderen Konto, von dir selber oder ja, wie auch immer, Geld auf dieses Konto einzuzahlen. Und dann einfach nur diese 3-Monats-Periode nachzuweisen und das war's. Also die Banken wollen hier wirklich finanzieren. Also man ist daran interessiert, dir zu helfen, dass du auch hier Gas gibst. Richtig, genau. Und gerade bei dieser 50% Beleihung hat man ja auch wirklich einen sehr sicheren Kredit, auch aus Bankensicht, so dass auch während der weiteren Kreditlaufzeit keinerlei Bonitätsabfrage oder andere Dinge nachgefragt werden. Man muss auch diesen 3-Monats-Girokontoauszug nicht nochmal nachweisen, sondern wenn das Ding durch ist und man langfristig auch seine Darlehensverpflichtungen erfüllt, dann gibt es auch von der Seite aus gar keine Fragen und die Bank möchte eigentlich nichts wissen. Wow. Also mal vielen Dank, Eugen. Ich habe schon noch 100 andere Fragen, aber über die Länge des Videos meine ich unendlich strapazieren. Wenn ihr noch Fragen habt an den Eugen, dann hat er mir versprochen, ihr könnt einfach alle eure Fragen in die Kommentare zu diesem Video stellen und Eugen wird die Fragen direkt beantworten. Ja, Eugen, wenn jetzt jemand Interesse hat an der Finanzierung bei dir, wie kann er Kontakt zu dir aufnehmen? Genau, also der einfachste Weg ist einfach über meine Homepage www.dubai-finanz.de. Dort kannst du einfach unverbindlich kostenfreies Telefonat mit mir buchen, 1, 2, 3 Fragen vorab zu beantworten, damit ich ungefähr weiß, was dein Bedürfnis ist und was du dir wünschst. Und dann rufe ich dich an und wir sprechen völlig entspannt über deine Wünsche. Und ich unterstütze dich dabei und freue mich natürlich auf deinen Anruf und deinen Kontakt. Also erstmal vielen Dank, Eugen. Ich werde seine Webseite mal unter meinem Video einfach verlinken. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch an ihn wenden. Ich kann nur persönlich sagen, er ist ein unheimlich netter Kerl. Wir kannten uns noch gar nicht lange und zack, war er einfach derjenige, der gesagt hat, na klar, ich gucke jeden Tag mal auf deiner Baustelle vorbei und schicke dir ein paar Bilder. Wenn ihr natürlich auch Interesse habt, in Dubai zu investieren, ich ziehe in der Marina, da muss ich sagen, da habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile die richtigen Immobilienmakler an der Hand. Das Einzige, was du können musst, wenn du eine Immobilie suchst, sollte Englisch sein, weil ohne Englisch klappt das hier nicht. Das muss man ganz klar sagen, das ist wirklich eine wichtige Voraussetzung. Finanzierung gibt es auf Deutsch, Immobilienunterstützung auf Englisch. Also wenn du Interesse hast, findest du auch nochmal hierzu einen Link unter diesem Video. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns genauso kennenlernen, wie ich den Eugen hier in Dubai kennengelernt habe. Und vielleicht bald mein Nachbar hier in der Marina bist. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und mir hat es Spaß gemacht. Von mir aus die besten Grüße aus der Dubai Marina. Und Eugen, magst du noch was erzählen? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe viel gesagt. Wer mehr wissen möchte, kontaktiert mich. Und dann möchte ich mich bei dir, Flo, recht herzlich dafür zu bedanken. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, ja, also wie gesagt, wenn ihr mehr Fragen habt, einfach unter das Video. Ja. Oder wenn wir noch ausführlicheres Interview machen sollten über Finanzierung in Dubai, dann einfach kommentieren und lasst den Daumen da, dass euch dieses Video gefallen hat. Beste Grüße aus Dubai. Tschüss, alles Gute.